Ich habe tatsächlich gerade jetzt gelesen, dass Deutschland gestern bei der Sitzung des UN-Menschenrechtsrats, ich zitiere ganz kurz, erklärt hat, es gibt alarmierende Beweise für einige der schwersten Verbrechen des Völkerrechts. Alle Täter müssen und werden zur Rechenschaft gezogen. Straflosigkeit darf nicht herrschen. Damit nahm die Bundesrepublik Deutschland Bezug auf die Lage in Weißrussland, Belarus. Bei derselben Sitzung des UN-Menschenrechtsrats war aber auch der Hochkommissar für Menschenrechte präsent, der ausgeführt hat, dass sein Büro zahlreiche Fälle dokumentiert hat, die auf schwere Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen das humanitäre Völkerrecht durch Israel hindeuten. Bei diesen Ausführungen hat zumindest nach meinen Informationen Deutschland keinerlei Stellungnahme verfasst. Da würde mich interessieren, wie begründen Sie denn diese sehr harsche Formulierung in Bezug auf Weißrussland und das Schweigen zu den Vorfällen bzw. zu den Ausführungen des UN-Menschenrechtskommissars gestern in Genf? Also ich glaube, unsere Haltung zur Lage im Gazastreifen ist sehr klar. Wir setzen uns seit Wochen und Monaten auch gegenüber der israelischen Regierung dafür ein, dass mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen reinkommt. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, aber wenn wir uns an den 7. Oktober und die unmittelbare Zeit danach erinnern, war es zunächst so, dass überhaupt keine humanitäre Hilfe reingekommen ist. Mittlerweile kommt humanitäre Hilfe auf dem Landweg herein, mittlerweile nicht ausreichend. Wir beteiligen uns an der Luftbrücke. Wir arbeiten daran, einen Seekorridor aufzubauen, um die Menschen in Gaza zu versorgen. Insofern ist unsere Haltung, glaube ich, sehr klar und an der gibt es keinen Zweifel. Und im Übrigen würde ich davor warnen, verschiedene Konflikte auf diese Art, wie Sie das tun, miteinander zu vergleichen. Gut, aber es ist ja schon mal evident, also wenn Sie im Kontext von Weißrussland von schwersten Verbrechen des Völkerrechts reden, dann würde mich auch mal interessieren, welche das sind im Sinne von wirklich von Völkerrecht und gleichzeitig zu den Ausführungen des UN-Hochkommissars, der von schwersten Völkerrechtsverbrechen Israels im Gazastreifen spricht, dazu schweigen, dann ergibt sich daraus mir schon irgendwie eine argumentative Dissonanz. Damit setze ich das mit nichtem gleich, aber ich würde gerne wissen, wieso schwerste Menschenrechtsverbrechen in Belarus aus Sicht Deutschlands und keinerlei Verweis auf Menschenrechtsverbrechen in Bezug auf Israels Vorgehen im Gazastreifen. Ich glaube, die Unterstellung in Ihrer Frage ist völlig absurd. Wir äußern uns praktisch jeden Tag in jeder Bundespressekonferenz zum Konflikt im Gazastreifen. Wir fordern, dass es dort mehr humanitäre Hilfe gibt. Die Außenministerin ist mittlerweile 5-mal in Israel gewesen. Der Bundeskanzler 2-mal hat das direkte Gespräch mit der israelischen Regierung gesucht. Und wir tun wirklich alles, um mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinzubekommen. Wir tun alles dafür, dass es endlich zu einer Feuerpause kommt, damit auch die Geiseln, die die Hamas immer noch festhält, freikommen. Und sozusagen insofern ist ihr Vorhalt, wir würden uns zu diesem Thema nicht äußern, völlig unbegründet. Alleine mit Ihnen habe ich mich bestimmt schon mehrere Male über die Situation im Gazastreifen unterhalten. Und dass das belarussische Regime, wie gesagt, die Situation, ich warne wirklich davor, verschiedene Konflikte miteinander zu vergleichen, aber dass das belarussische Regime seine Bevölkerung unterdrückt, steht, glaube ich, auch außer Frage. Herr Hebelstreit hat letzten Mittwoch nochmals erklärt, dass der Kanzler keinerlei Zweifel daran hegt, dass Israel sich an das Völkerrecht hält im Gazastreifen. Jetzt hat Herr Fischer gerade erklärt, man würde Israel auffordern, die Kriegsführung zu ändern. Herr Hebelstreit hat gerade gewarnt vor Hungersnot in Gaza. Zumindest für mich ergibt sich da ein gewisser Widerspruch. Können Sie kurz erklären, wie man einerseits sagt, man habe keine Zweifel, dass Israel sich an das Kriegsvölkerrecht, allgemein an das Völkerrecht hält bei seinem Vorgehen und gleichzeitig zu erklären, man fordert Israel auf, sein militärisches Vorgehen zu ändern, wenn Sie diesen Widerspruch kurz für mich auflösen könnten? Ich sehe da keinen Widerspruch, Herr Warwick, und insofern muss ich das nicht auflösen. Ich finde es lustig, dass Sie mich in der dritten Person zitieren, also sicherlich für Ihre Kolleginnen und Kollegen, wo Sie das wieder auf Ihren Sender stellen oder klar ist, und die Position, Entschuldigung, darf ich kurz ausreden, aber jetzt bin ich dran. Klar ist, die Position, die wir immer hier vertreten haben, hat auch der Bundeskanzler und hat auch die Außenminister in ihren Gesprächen mit unseren israelischen Freundinnen und Freunden vertreten. Unsere Haltung ist klar, ist eindeutig und das ist das, was steht. Und ich kann jetzt auch den Widerspruch, den Sie versuchen aufzumachen, wirklich nicht erkennen. Und insofern kann ich Ihnen auch bei der Lösung der selbstgestellten Frage nicht helfen.